Servus zusammen, recht herzlich willkommen wieder zurück. LS25 steht an und ich bin bereit für neue Taten hier auf unserem schönen, schönen neuen Projekt, einem kleinen Let's Play. Mal schauen, ob es ein kleines Let's Play bleibt oder ob wir da noch was Größeres draus machen. Optionen gibt es viele, aber wir haben hier gut zu tun und ich steige jetzt mal wieder in meinen Schlepper, den wir hier haben und werde hier weiter grubbern, denn ich habe jetzt doch mittlerweile mir überlegt, wir müssen das hier doch etwas anders gestalten, denn wir werden nicht das ganze Feld hier machen. Da oben ist ja Baumwolle, die Baumwolle lassen wir reifen, den Rest, und dann würde ich sowieso Großgeräte mieten. Das ist sowieso die Idee jetzt hier. Denn die Sache, wisst ihr ja, wenn man hier mit Spinat arbeitet oder mit den Erbsen, diese Oxbow-Maschinen, die kosten sehr, sehr viel Geld. Und die würde ich dann jetzt erstmal am Anfang mieten wollen. Genauso auch, wenn wir dann mit Großgeräten arbeiten, wie Dreschern oder Ähnlichem. Und die Spiegel flackern. Sehr schön, das freut uns. Okay, da hat sich dann auch nicht viel geändert. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir machen hier Gras und das da oben, das lassen wir stehen, die Baumwolle, und werden dann hier entsprechend, ja, in 2-3 Monaten die Baumwolle ernten, dazu natürlich die Erntemaschine uns mieten, und ich hoffe, dass wir dann ein paar Euro 80 plus machen mit dem Material. Wir werden sehen. So, dann fahren wir mal hier weiter. Und dann holen wir uns eine Saatmaschine und dann, während wir hier Gras ansäen, werden wir unseren Schafstall platzieren. Ich habe mittlerweile noch ein bisschen Wasser geholt, habe soweit die Gewächshäuser zumindest mal, denke ich, für die ersten 1-2 Monate vollgemacht mit Wasser. Und man sieht sogar schon, da tut sich was. Und jetzt heißt es aber hier auf jeden Fall das Gras draufbringen. Denn wir sind ja noch im August und dann können wir auf jeden Fall dieses Jahr noch einen Schnitt machen. Und wenn ich richtig weiß, ist es ja wohl so, dass man in den Schafstall auch die Ziegen mit reinpacken kann. Also man kann da wohl so ein bisschen mischen und dann muss man mal gucken, wie das mit dem Futter ist. Ich bin mir nicht sicher, ob nur Gras, man kann auch mit Sicherheit Heu machen, aber für uns wäre das natürlich von Vorteil, wenn wir erstmal nur Gras machen müssten, dann brauchen wir nämlich nur ein Mähwerk und kommt was? Nee, es kommt nichts im Flackerspiegel, dann brauchen wir nämlich nur ein Mähwerk und einen Schwader und dann könnten wir Ballen machen, einen kleinen Wickler beziehungsweise eine kleine Presse, machen Ballen, den Spieß haben wir ja schon. Und damit können wir dann die Tierchen füttern. So hier, ja, ich weiß auch nicht, also das hätte man doch ein bisschen breiter gestalten können, damit man da auch drumherum fahren kann. Ach so, da ist ja noch Material. Ups, ups. Okay. Sind wir soweit? Ab die Post. Ja, das ist schon dramatisch, ne? Also hier der Schlepper hier. Wie heißt der? Ich kann mir den Namen als nicht merken. Kubota. Also nicht Kabuto, sondern Kubota. Okay. Kubota. Ja, da flackert es ganz schön. So, sehr schön. Schauen wir uns hier nochmal die Bodentexturen an. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber jetzt haben wir, also klar, logischerweise, hier haben wir natürlich unsere Abdrücke, unser Profilabdruck. Ja, ist klar, nie. So. Ja, und hier sieht man auch, wo wir lang gefahren sind. Dann fahren wir mal hier ein bisschen in der Spur, damit wir nicht neben der Spur sind. Und dann werden wir hier erstmal die Gerätschaften abstellen. Ja, aber fahren, so fahren tut er sich ganz gut. Ja, wir machen das andersherum. Wir haben ja hier Platz ohne Ende. Kann ich denn so? Nee, den muss ich bestimmt ausgeklappt hinlegen. So, ablassen und er verschwindet nicht ganz im Boden. Das ist schön. Ja, obwohl, wir können eigentlich das Ding hier dran lassen, oder? Na, wir legen es ab. Wir legen es ab, wir brauchen es ja eigentlich nicht. Mal schauen, hat er jetzt Kollision? Na, das mit dem Gewicht ist immer noch nicht so.
So, dann stellen wir das Ding hier hin. So, oder? Hervorragend. Ah, verhakt sich. Mit dem Gewicht, oder? Ups, das war es auch nicht. So, Augenblick. Wo ist das Gewicht? Da ist das Gewicht. Und so müsste es jetzt passen, oder? Hervorragend. Dann holen wir uns jetzt mal eine Sämaschine, eine Drille. Da bin ich am Überlegen, wir müssen ja eigentlich nur einmal in die Aussaat und wir müssen erstmal Geld machen. Und deswegen denke ich, werden wir die Drille auch erstmal mieten. Was wir die ganze Zeit gebrauchen werden müssen, ist definitiv... Oder was wir die ganze Zeit benötigen, wird definitiv ein Stapler sein und natürlich ein Anhänger, damit wir unsere Produkte verkaufen können. So, da ist ein Stoppschild. Das heißt, wir stoppen mal kurz, dann biegen wir rechts ab und dann geht es zum Händler. Der ist ja da drüben. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Das mag ich, wenn alles so ein bisschen in der Nähe ist. Tanke ist auch in der Nähe, obwohl wir haben ja an der Hof, am Hof auch eine kleine Tankstelle. Also insofern passt das. So, eine Linkskurve, eine Rechtskurve. Also ich gebe offen zu, ich war jetzt noch dreimal am Fluss oder am Bach oder was auch immer das ist und habe da doch etwas kostengünstig Wasser geholt, um zumindest mal die Gewächshäuser das erste Mal voll zu kriegen. Ja, wenn wir dann gut bei Kohle sind, denn die 200.000, die werden ruckzuck weg sein, denn wir brauchen ja noch, wie gesagt, Mähwerk und Schwader. Und eine Presse. So, zack. Wir müssen zum Händler. Der Händler findet sich Yellow. Yellow Tractors. Okay. Ups. Und da sind wir wieder. Ah, guten Tag. So, was brauchen wir? Wir brauchen eine Drille. Wo finden wir die Drille? Ja, wir müssen ein bisschen auf. Ah, da müssen wir weiter hoch, ne? So, wo finden wir die Drille? Da haben wir Einzelkorn, da haben wir Sätechnik. Das hier ist ja so ein bisschen das Standardteil. 110 PS, 4,60 Meter. Wenn wir mit dem Großen losgehen, ich überlege gerade, wenn wir jetzt, nee, dann brauchen wir eigentlich Ballen. Ah, das war wieder eigentlich sehr ungeschickt. Wir hätten mit dem Iseki herkommen sollen und dann hätten wir Ballen und dann brauchen wir natürlich wieder den Spieß. Eieieiei. Naja, ist egal, kriegen wir schon hin. 4,60 Meter, lassen wir damit den Iseki marschieren. 110 PS, das müsste doch gehen, oder? Ja, was mir so ein kleines bisschen fehlt, ist die alte Übersicht. Hier hat man ja die Gebrauchgeräte. Oh, der Fendt. Aber ich will später, wenn wir zum Thema Teleskoplader gerade kommen... Ihr wisst, was meine bevorzugten Geräte sind. Ich glaube, Teleskoplader sind weiter oben. Also das ist alles ein bisschen noch durcheinander. Teleskoplader. Und ihr wisst, dass ich auf Manitou stehe. Aber was ich unbedingt ausprobieren will, ist dieser Merlot. Der Merlot, weil der hat nämlich, und das ist der Knuff, der hat nämlich da hinten einen Dreipunkt und eine Zapfwelle. Das heißt, den kann man auch benutzen auf dem Feld für entsprechende Feldarbeit. Und der hat ja 170 PS. Also der kann was bewegen, ne? Das wäre vielleicht kein schlechtes Teil. Aber da sind wir noch ein bisschen weit weg davon. 149.000. Aber der gefällt mir. Da will ich hinarbeiten. Den will ich haben. So, ansonsten auch sehr schön der Sennebogen. Auch sehr schön. Ne? Der ist halt der, der die Kabine nach oben fahren kann. Brauche ich jetzt aber, glaube ich, nicht zwingend im Moment. So, wo waren wir? Wir wollten eine Drille. Wir wollten eine Drille und ich denke, wir werden einfach diese Standarddrille, nein, nicht Einzelkorn, wir werden diese hier nehmen. Ah, für das Grasfeld, weil alles andere braucht so viel PS und dann können wir uns nämlich um unsere Schäfchen kümmern. Genau, dann machen wir das und die mieten wir einfach. Ah, stopp mal. Mit Düngeverteilung, das wäre natürlich herzallerliebst. Genau, mieten. Ja, passt schon. Gut, dann brauchen wir natürlich Saatgut und wir brauchen, da wäre Saatgut, wir gehen mal runter, hier sind Big Bags, einmal Dünger
müsste hoffentlich reichen. Und einmal, dann ist Saatgut doch da drüber. Saatgut auch als Big Bag. Okay, 1000 Liter. Bingo, auf geht's. So, wo steht denn das Ganze da drüben? Sehr, sehr schön. Dann legen wir mal los, gehen in die Grasaussaat. Warum ich das gesamte Feld gegrubbert habe, das werde ich euch dann auch noch gleich zeigen. So, das geht schon mal. Okay, 500, das wird aber reichen. Okay, wunderbar, wunderbar. Wo packt? Ja, okay, da macht jetzt ein Deckel zu. Wo ist denn da jetzt das Saatgut und wo ist da jetzt der Dünger? Also Saatgut ist klar, das haben wir jetzt gerade aufgefüllt. So, wir dürfen nicht vergessen, gleich mal umstellen. Wir stellen natürlich um auf Langkornreis, Ölrettich, Gras, Erbsen, Spinat. Okay, also auf Spinat habe ich unheimlich Bock. Spinat hat nämlich den großen Vorteil, dass man da zweimal ernten kann im Jahr. Das will ich auf jeden Fall als erstes antesten. Und dann natürlich das Thema Langkornreis. Das würde mich auch reizen. Das sind so Dinge, die können wir natürlich dann... Langkornreis ist das halt spezielle Felder. Ne? Da brauchen wir wieder diese Felder, die wir unter Wasser setzen können. Und die müssen wir halt erstmal erstellen. So ähnlich wie Trauben, beziehungsweise also Trauben, also Reben oder wie die Olivenreben oder diese Olivenplantagen. Und müssen wir mal schauen, aber Spinat, darauf hätte ich Bock, denn wie gesagt, da lohnt es sich auf jeden Fall eine Maschine zu mieten, weil wir dann eben zweimal ernten können. So. Die Tanke in der Nähe, hervorragend, falls man mal abends noch ein Bierchen trinken will. Oder ein Reiswein oder ein Sake oder ich habe keine Ahnung. So, dann machen wir ja Folgendes. Dann lassen wir den erstmal hier stehen. Sag mal, der hat aber wegen schmale Reifen hier, oder? Der Iseki. Habe ich da irgendwie falsche Reifen, falsche Räder drauf? Habe ich da aus Versehen Pflegebereifung oder was? Sieht ein wenig komisch aus, aber es kann eigentlich keine Pflegebereifung sein. Das hat mich sowieso schon gewundert wegen den Axtdingern da. Weil ich ja gerade Fruchtzerstörung hatte. So, dann probieren wir mal unser Glück mit dem hier. Der müsste irgendwas um die 130 PS haben. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen etwas, was mir fehlt hier, dass wir jetzt hier keine Übersicht mehr haben, welche Geräte. Ich kann natürlich jetzt hier reingehen in Fahrzeuge hier oben. Ne? Und dann sehe ich die auch, aber ich sehe die irgendwie nicht auf einen Blick. Ne? So, da habe ich jetzt den Iseki 123 PS und der Kubota, der hat im Moment, und das ist auch der Punkt, das steht hier nicht, den kann ich haben mit 180 bis 200, aber ich sehe jetzt nicht, wie viel PS er wirklich hat. Wenn ich da drauf gehe, verkaufen, oh, ich kann hieraus verkaufen, das will ich natürlich gar nicht. Naja, okay, also... So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal ein bisschen was schaffen. Okay. Ja, mir fällt gerade ein. Vielleicht wäre es besser. Ne, wir fangen von oben an diesmal. Ja, die Sache mit dem Helfer. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das jetzt geschickt hinkriegen. Ich glaube, wir müssten da... Da fällt mir gerade was ein. Ja, das hatten wir auf der Riverbend. Wenn ich jetzt hier ein Ding setze, also im Moment ist es ja so, wenn ich da jetzt hier hinfahre, dann findet der Helfer auf jeden Fall. Ja, und der will jetzt natürlich da oben durch. Ich habe so den Verdacht, dass ich das mit GPS machen muss. Und ich glaube fast, dass wenn wir jetzt hier... das wäre natürlich ärgerlich. Wenn ich jetzt hier die Farm reinsetze, die Schafweide, dann geht mir, glaube ich, hier die gesamte KI-Helfersteuerung flöten.
Ja, müssen wir mal riskieren. Müssen wir uns mal anschauen. Augenblick. Jetzt müssen wir gut überlegen. Also. Ja, ist natürlich klar. Wenn ich jetzt da oben ansehe, was macht er denn, wenn ich jetzt zwei Spuren ansehe? Erkennt er dann, dass es ein kleineres Feld ist? So. Weil den ganz normalen Helfer, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, den ganz normalen Helfer, den gibt es so gar nicht mehr, ne? Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. So, ich kann den zurücksetzen. Das soll die Vorgewände nicht bearbeiten. Tja, wie kriegt man das jetzt am geschicktesten hin? Weil einen ganz normalen Helfer, der jetzt nur hoch runter fährt. Vorgewände aus. Achso, da muss ich... Ja, auf null kann ich nicht, ne? Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Also ich habe jetzt keinen Helfer mehr, der im Prinzip einfach nur hoch und runter fährt. So. Na, dafür habe ich halt jetzt GPS. Ne, der jetzt praktisch geradeaus fährt. So, da brauche ich jetzt unten die Karte. Er fällt gerade auf. Kann das sein, dass es eine Direktsaatmaschine ist? Seetechnik? Naja, steht nicht da, ne? Das ist eine Direktsaatmaschine. Nein, nein, das passt schon. Gut, dass wir vorher gegrubbert haben. Und gut, dass wir auch darüber gesprochen haben. So. Soweit passt das. Ja, aber er müht sich schon ein bisschen, ne? Er müht sich schon ein bisschen. So, jetzt habe ich hier wie früher im LS22 einfach mal zwei Spuren gemacht, beziehungsweise zwei Vorgewände für mich. Stopp mal. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt auf Helfer gehe... Nee, er generiert natürlich das gesamte Feld, ne? Also er erkennt nicht, wo ich schon war. Hm. Ja. Okay, lasst uns mal Folgendes machen. Wir wollen ja auch ein bisschen testen, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen testen. Also, das heißt, wir speichern jetzt mal an dieser Stelle. Und wir machen Folgendes. Wir gehen ins Baumenü. Und jetzt werden wir mal einfach diesen Stall setzen, den ich setzen will. Und dann bin ich gespannt, was er dann macht. Also, dazu müssen wir runter in Tiere. Dann oben wieder rein ins Menü. Dann ein paar Mal rüber. Da waren die Schafe. Und jetzt muss man nach unten. Und da gibt es natürlich den großen Schafstall mit 68 Tieren. Der zeigt da unten übrigens nur die Schafe an. Aber da müssten auch die Ziegen reingehen, weil es gibt keinen speziellen Stall für Ziegen. Ne? Ist aber auch genauso, glaube ich, mit den Kühen, oder? Ja, da steht eben, das sind nur Kühe. Augenblick. Er zeigt nur Kühe an, aber eben nicht die Wasserbüffel. Na okay, passt schon. Sind ja ungefähr die ähnlichen Tierchen, ne? So, wir nehmen jetzt diesen Stall.
Und den möchte ich da hinsetzen. So war die Idee, weil dann können wir später noch einen zweiten Stall hinsetzen. So, wir machen am Raster. Nee, stopp. Das ist jetzt am Raster, genau. Ja, so wäre die Idee. Wenn ich den jetzt hier setze, dann fragt er mich natürlich, möchtest du den Zaun selber setzen? Ja. So, dann machen wir das mal. Einmal. Ja, dann können wir nämlich da drumherum auch noch schön mit Gras arbeiten. Zweimal. So Pi mal Daumen. Das ist halt so ein bisschen das Problem hier auf der Konsole. Denn das zippelt immer hin und her. Und man kann es nicht so richtig gerade ausrichten. Aber okay. Zack. Und jetzt müssten wir eigentlich fertig werden, wenn ich den hier ranbringe. Ja, das macht er nicht. Das heißt, nochmal zurück. Letztes Segment löschen, rechts. Ja, jetzt sollte er normalerweise sagen, dann machen wir das so, weil jetzt sollte er natürlich sagen, willst du den Zaun setzen? Jetzt sind wir dran. Okay, ja. So, dann haben wir jetzt hier die Wiese und unser entsprechendes eingezäuntes, unsere Weide für die Schafe. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir natürlich jetzt wieder hier reingehen, drücken H. Okay. Ja, das ist jetzt noch nicht ganz so überzeugend, ne? Also er findet zumindest noch den Rest. Aber die Frage ist halt wirklich, was passiert jetzt da? Ja, da hilft mir nichts. Da werde ich auf jeden Fall von Hand, also da werde ich mit GPS das Ganze ansehen müssen. Hilft nichts. Freunde, da werde ich jetzt richtig zu tun haben. Das hilft nichts. Ja. So. Jetzt habe ich hier den Helfer eingeschaltet und jetzt fährt er irgendwo hin. Na gut, ich meine, ich kann jetzt natürlich sagen, er soll erstmal hier innen drin. Und das macht er jetzt auch, glaube ich. Das heißt, da kann er auf jeden Fall mal die ersten Bahnen fahren und ich muss dann den Rest mit GPS fahren. So sehe ich das. Hilft nichts. Das hilft nichts. Freunde, dann müssen wir das so machen. Also, das wird eine spannende Geschichte. Wir werden vieles, vieles lernen hier auf dieser Map. Und wir werden auch vieles, vieles lernen in diesem Projekt. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder mal recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal. Euer Baden-Farmer.